Promi-Geflüster macht mal wieder Station in Rutesheim in der Kraxelalm. Und wenn es heute ein bisschen laut ist, also es liegt daran, es ist gut besucht, sehr gut besucht. Und einen Besuch, der hat auch hierher gefunden, Markus Unterladstädter von den jungen Zillertalern. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Es freut mich, dass ich bei dir sein kann und es freut mich auch, dass ich jetzt einmal in deine Gegend gekommen bin und nicht du zu uns kommen hast müssen. Richtig, genau. Und deswegen habe ich auch gleich gesagt, ja, das machen wir, als der Promoter angerufen hat, ob man da nicht was machen kann, genau. Aber ihr seid ja jetzt mitten im Jubiläumsjahr, 25 Jahre Jutzis, dieses Jahr das 20-jährige Open Air gefeiert. Seid ihr noch so in Feierlaune? Ja, wir haben extra gesagt, wir wollen jetzt nicht nur einmal Geburtstag feiern. Die große Party selbst war schon im August beim Music Open Air. Aber wir haben absichtlich gesagt, wir feiern das ganze Jahr, weil wir haben ja das ganze Jahr quasi 25 Jahre. Und so sind wir immer noch beim Feiern. Und das ist wirklich unvorstellbar, welche Reaktionen man da bekommt mit 25 Jahren, welche tollen Fotos, dass man da wieder vor 25 Jahren gemacht haben. Und ja, es ist wirklich schön, das so zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat. Du sagst es gerade, Fotos, genau, so haben wir nämlich angefangen vor 25 Jahren, ich weiß es noch genau, ich glaube, wir waren einer der Ersten, wo die ersten Stories gemacht hat. Kannst du dich noch erinnern, was wir da gemacht haben? Ja, wir haben viele tolle Sachen gemacht. Ich kann mich noch ganz gut erinnern an dieses Pferdefoto. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Das können wir jetzt gleich mal einblenden. Ich glaube, das ist ganz gut. Ihr habt um die Wette gelacht. Ja, da haben wir wirklich um die Wette gelacht. Ja, mittlerweile habe ich selbst ein Pferd und ja, wir waren da oben auf den, wir sind ja, glaube ich, sogar eine Runde dann auch geritten auf den Pferden, obwohl wir eigentlich noch nie auf Pferden waren. Es war wirklich, wir haben sehr coole Sachen gemeinsam gemacht. Da waren wir auf dem Gletscher im Westerndorf hinten, da, wo ist das nochmal genau, im Zillertal, wie heißt der Ort? Auf dem Feld waren wir da, das ist da, genau, ja, das war wirklich tolle Fotos haben wir wirklich gemacht und man sieht einfach, es war sehr wichtig, dass wir diese Fotos auch haben, weil nur so sieht man wirklich, was man alles gemacht hat. Die Entwicklung, wie es voranging und so weiter, ganz genau. Natürlich war eure Zeit damals eher im volkstümlichen, also wirklich volkstümlichen Bereich. Mittlerweile hat sich ja das alles ein bisschen gewandelt, es geht so schon ein bisschen in die Partyschiene rüber. Wie siehst du die Entwicklung jetzt so in diesen 25 Jahren? Ja, ich persönlich sehe das schon sehr positiv, weil wir eigentlich immer dorthin wollten, die Leute einfach zu begeistern, die Leute einfach mit einfachen Texten, denen das Gefühl zu geben oder halt auch diese Momente zu geben, dass sie den Alltag ein wenig vergessen können. Und das funktioniert natürlich sehr gut, wenn man jetzt so Texte wie der kleine Haifisch oder die Königskinder hat. Ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden, dass das so in diese Richtung gegangen ist. Und ich sehe mich auch das als Berufung, dass wir quasi diese Stimmungsmusik, diese auch schon Partymusik quasi machen dürfen. Und das spricht auch natürlich für uns, weil so können wir auch sehr, sehr international unterwegs sein, weil du hast es ja selbst gesehen, von Mallorca bis nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Italien, Frankreich, überall dürfen wir unterwegs sein. Und es ist schon sehr toll, das auch alles haben zu dürfen. Genau. Und gerade auch in der heutigen Zeit, denke ich mal, ist es doch schon auch wichtig, dass man so lange dabei ist, auch schon. Wir haben es gerade im Vorgespräch kurz gehabt, also wenn heute nochmal neu anfangen müsstet, wird es so funktionieren? Ja, ich glaube, die Zeit hat sich einfach schon sehr gewandelt und man müsste das Ganze einfach, glaube ich, anders angehen. Bei uns war es einfach so, wir haben sehr, sehr viel oder sehr, sehr fleißig gespielt und irgendwann ist der Fernsehen gekommen, irgendwann sind dann die ersten CDs gekommen und so hat sich das alles entwickelt. Man hat auch sehr aufwendig natürlich Videos und so weiter produziert in der heutigen Zeit. Der Vorteil ist natürlich, man kann in der heutigen Zeit mit relativ wenigen Mitteln schon sehr gute Sachen machen. Jeder hat ein Handy, man ist schnell mal irgendwo online, man muss jetzt nicht unbedingt im Fernsehen sein, um irgendwas zu verbreiten.
Aber wie gesagt, es hat natürlich auch Nachteile, weil so natürlich eine wahnsinnige Flut an Informationen von vielen, vielen Gruppen, Interpreten und Künstlern kommt. Und da kann schon auch so manche Information dann auch untergehen. Ganz klar. Wie gesagt, man sieht es immer wieder. Früher war die Zeitung mega wichtig. Die ist, glaube ich, heutzutage gut, gibt zwar schon auch alles noch, aber glaube gar nicht mehr so relevant, weil sich die Leute einfach übers Internet auf die Schnelle informieren. Ne? Ganz klar. Genau, die Schnelligkeit ist natürlich gegeben mit dem Internet. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Obwohl ich sagen muss, wir haben ja ein eigenes Fanmagazin, das auch schon über 20 Jahre. Und wir haben auch wirklich sehr überlegt, ist das überhaupt noch zeitgemäß, macht man das überhaupt noch? Aber wir sind da zu dem Entschluss gekommen, dass es trotzdem einfach gut ist, wenn man noch Papier in der Hand hat, wenn man wirklich nochmal nachschauen kann, auch besonders für unsere Fans, weil die ja oft diese Sachen auch sammeln. Und bei einem, ich sage jetzt mal, Online-Posting, egal ob jetzt auf Facebook oder Instagram, da geht sowas relativ schnell dann wieder verloren. Natürlich hat man schnell mal die Masse, aber diese Qualität, dass es wirklich auch in den Köpfen drinnen bleibt, da braucht man schon auch das Instrument von der Zeitung noch dazu, glaube ich, ist ganz wichtig. Es ist dieser Mix, glaube ich, ist wichtig, dass es online, zeitungmäßig bzw. printmäßig und auch TV so alles ein wenig vermixt wird. Und glaube, gerade die Online-Geschichten, da ist euer Daniel derjenige, der sich da bestens auskennt drin, oder? Ja, das hat sich so entwickelt über die Jahre. Jeder von uns hat seine Qualitäten und jeder von uns hat seine, sag jetzt mal, Sachen, die er gern macht. Und so macht unser Daniel alles, was mit Online-mäßig zu tun hat. Ist natürlich super, wenn man da einen hat, der sich auf das konzentrieren kann. Der Michael macht alles, was mit Technik zu tun hat, ist auch sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit, weil wir haben große LKWs, die auch dann mit Technik bestückt sind und halt mit Technik geladen sind. Das muss dann immer alles wieder gewartet und vorbereitet werden. Und das macht das der Michael und ich mache halt Reden und die Verträge und das alles, was quasi das Kommerzielle ist, das geht dann alles über mir. Ganz genau, richtig. Ja, jetzt waren wir dieses Jahr beim Open Air, waren wir ja dabei, sind wir wieder schön und auch schon, wie gesagt, lange, lange und oft dabei gewesen, ganz klar. Dieses Jahr war Roberto Blanco ja euer Stargast. Ich habe es dann nochmal auch im Nachhinein gesehen. Ihr wart ja damals 2000, ja, ich glaube 20 Jahre liegen es auf alle Fälle zurück mit der Musikantenstadeltour damals zusammen. So, ich glaube, die ersten Begegnungen mit dem Roberto, oder? Genau, das war wirklich auch ein sehr nettes Erlebnis und deshalb haben wir auch gesagt, es wäre schön, wenn er beim 20-jährigen UCI Open Air beziehungsweise bei unserem 25. Jubiläum auch dabei sein kann. Roberto war bei dieser Stadeltournee mit dabei, ich glaube, das war 2001, glaube ich, wenn ich mich noch erinnern kann, irgendwie so. Und das war wirklich tolle Momente und er hat es auch heuer wieder bewiesen. Er kann es immer noch. Und auch schon mit 81, 82 Jahren. Wahnsinn, genau. Ist wirklich Wahnsinn und er ist ja wirklich auch ein so lieber und toller Mensch und einfach auch musikalisch. Er hat wirklich von jung bis alt alle begeistert und mit seinem Hit Ein bisschen Spaß muss sein, passt natürlich auch perfekt zum YouTube. Jetzt wollen wir so die Jahre nochmal Revue passieren lassen. Ihr seid ja wirklich seit 25 Jahren immer alle drei zu dritt da und gab es auch Streit oder Meinungsverschiedenheiten? Ja, es ist natürlich, wenn man sich so lange kennt und das ist ja eigentlich mehr, wie viele verheiratet sind, beziehungsweise insgesamt kennt man sich ja länger eigentlich wie den eigenen Partner, was man hat. Es ist schon natürlich eine gewisse Herausforderung, aber wir haben das immer sehr, sehr gut gemeistert und ich glaube, das kommt einfach daher, da wir einfach schon auch die Kindheitszeit gemeinsam verbracht haben. Wir sind gemeinsam zur Schule gegangen, wir sind sogar in dieselbe Klasse gegangen, weil unsere Schule oder unser Dorf so klein ist, dass wir nur einen Lehrer gehabt haben, der einfach verschiedene Schulstufen unterrichtet hat. Meine Schulstufe zum Beispiel, wir hatten nur 5 Schüler. Also da hat sich schon eine gewisse Freundschaft auch schon in den quasi Anfangsjahren entwickelt. Und ich glaube, das ist genau das Geheimnis. Und was auch ganz wichtig ist, jeder akzeptiert
jeden gegenseitig respektiert, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Und dass man einfach auch einen respektvollen Umgang hat. Und daher 25 Jahre dieselben. Und ich würde mir auch wünschen, dass es weiterhin noch 25 Jahre werden. Genau, und dann sehen wir uns in 25 Jahren wieder im Zillertal zum großen Open Air. Jetzt ist natürlich aber auch die Frage dahingehend, erweitern wollt ihr euch mal nie, dass ihr mal noch Musiker dazu holt oder ja, zumindest vielleicht mal ein Schlagzeug oder so wie es die Zillertaler selber, die eure sozusagen Väter? Ja, es war schon, natürlich muss ich fairerweise schon sagen, es war schon mal die Überlegung auch hier, einfach vor einigen Jahren, als wir dann auch diese großen Tourneen auch gemacht haben, da hatten wir dann auch einen Schlagzeuger mit dabei, da hatten wir dann auch ein weiteres steirisches Spieler mit dabei. Aber das haben wir gesagt, machen wir, wenn dann immer quasi mit Gastmusikern, oder auch mit Band, zum Beispiel mit der Wolfgang Lindner Band haben wir sehr, sehr oft auch gespielt. Aber die Fans, die Leute kennen uns zu dritt. Und dann ist es auch wichtig, dass wir zu dritt quasi bleiben. Man kann natürlich große Events mit mehr Musikern umsetzen, aber generell an erster Front stehen immer wir drei. Und das ist, glaube ich, ganz cool, weil es mittlerweile wie bei den Flippers, die haben auch dann die großen Sachen zum Beispiel mit Band gespielt und im Endeffekt die Fernsehsachen und alles, was quasi nach außen hinging, immer zu dritt kommuniziert. Ich glaube, das ist perfekt. Ja. Open Air, wenn man wirklich schaut, es ist ja irgendwie wie ein Familientreffen immer. Nach so vielen Jahren, wie siehst du es, wie hat es sich entwickelt? Ja, ich bin da auch sehr, sehr stolz, dass wir das 20 Jahre machen wir jetzt dieses UCI Open Air in unserer Heimatgemeinde Straße im Zillertal und es ist wirklich auch für uns eine tolle Entwicklung, wenn man sieht, was sich da wirklich getan hat und trotzdem dieser Dimension, wir haben ja mittlerweile am Samstag 7.000, 8.000, 9.000 Gäste, aber trotzdem ist es immer noch sehr familiär, es bekommt jeder sein Autogramm, das er haben will von uns oder von unseren Künstlern, die im Vorprogramm sind und es ist genauso, wie man es sich vorstellt und es ist auch nicht immer ganz einfach, weil wir sind ja eine sehr kleine Gemeinde eigentlich, nur mit 800 Einwohnern und an diesem Wochenende dann so viele Gäste zu bewältigen, aber es hat immer super funktioniert. Genau. Deswegen waren wahrscheinlich die Aussichten für nächstes Jahr, dieses Jahr noch nicht vorhanden, oder? Weil ihr da noch ein bisschen euch distanziert habt. Genau, wir haben das jetzt 20 Jahre, das YouTube mehr sehr erfolgreich machen dürfen, auch gemeinsam quasi mit vielen, vielen freiwilligen Helfern aus dem Ort. Und wenn man sich vorstellt, wie gesagt, mit 800 Einwohnern, wenn da 8.000, 9.000 Leute dann hier sind, da braucht es natürlich eine gewisse Manpower, sage ich mal, und ich habe einfach gesagt, wir wollen heuer das einfach nochmals gemeinsam anschauen mit den involvierten Personen und dann einfach so in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen entscheiden. Und wenn wir dann wieder so weit sind, dass wir sagen, es gibt ein UCI Open Air 2020, dann seid ihr natürlich die Ersten. Sehr gut, sehr gut. Jetzt blicken wir noch ganz kurz in die Zukunft. Gut, 2019 geht ja langsam dem Ende entgegen. Gibt es noch große Festivitäten, die ihr dieses Jahr noch habt? Ja, wir dürfen sehr, sehr viel unterwegs sein. Das freut uns, dass wir wirklich so viel unterwegs sein können. Es ist die Saison noch lange nicht vorbei für uns. Aber am besten, man schaut einfach auf unsere Homepage unter www.juzi.at, diejungenzillertaler.com. Dann kommt man auf den Terminplan und kann alles genau bestens fixieren. Dann ist es perfekt. Und dann geht es im nächsten Jahr wieder so weiter, wie wir aufgehört haben, oder? So wie es jetzt ausschaut, das ist wirklich sehr, sehr positiv. Wir dürfen wieder viele, viele Live-Auftritte haben. Bei so manchen Fernsehshows wieder dabei sein, da konnten wir schon einiges fixieren. Also, und es wird auch dann wieder nächstes Jahr ein Album geben. Zwar erst im Juli dann wieder, pünktlich dann wieder zur Sommersaison, zum Open Air wieder. Also wir freuen uns wirklich schon sehr, sehr drauf. Genau, und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich bei euch zu Gast sein darf und sage nochmal herzlichen Dank für die vielen Jahre, die unsere Freundschaft eigentlich auch schon besteht. Herzlichen Dank, Markus. Mach's gut, komm wieder gut nach Hause und genieß noch ein bisschen hier den Aufenthalt. Danke, auch ein Dank nochmals von unserer Seite für die tolle Unterstützung von eurer Seite die letzten 25 Jahre und an unsere Fans. Ihr seid perfekt.